Ich hätte wissen müssen, dass da eben so ein schlauer Fuchs wie der Oscar dann durchaus noch kommen kann. For me, was a nice victory. It's not the opposite rider. He's with me, and it's important to know that somebody's in the car that he understands a lot about the race. Von Jahr zu Jahr gibt es kleine Veränderungen, einen neuen Kreisverkehr oder eine andere Straßenführung, eine Wanderbaustelle, neuen Asphalt. Und das sind dann eigentlich eher so die kleinen Details, die er wissen muss. Hier oben am Turchino-Pass haben die Fahrer schon 140 Kilometer hinter sich. Erste Schlüsselstelle, 200 Rennfahrer müssen sich hier durchzwängen. Erste Serpentine. Das sind jetzt so die Kurven, wo es im Feld verdammt lang wird. Offen gesagt ist es so, dass der Turchino natürlich eine Schlüsselstelle ist, aber nicht die Rennen entscheidende. Du kannst jedes Rennen verlieren, aber auf keinen Fall wirst du es hier schon gewinnen. Looks easy, but it's one of the most complicated races. Natürlich ist es so, wenn man über die Cabo Berta kommt, durch Imperia durchfährt, dass dann natürlich viele Mannschaften schon sich vorn formieren und ihren Kapitän vorn reinfahren wollen an eine der absoluten Schlüsselstellen, an den Cipressa. Und erst wenn man den Kirchturm sieht, dann ist es eigentlich Zeit, sich zu organisieren. Da ist der Turm, jetzt geht's zur Sache. Zweiter Turm in der Cipressa und noch 2 Kilometer. Wir haben den dritten Turm passiert, Cipressa ist geschafft. Das Tückische an der Cipressa-Abfahrt ist, dass sie relativ schnell beginnt, aber mit langgezogenen Kurven. Und erst im unteren Teil kommen 2 wirklich gefährliche Kurven, wo es auch jedes Jahr zu Stürzen kommt. Aufgepasst, Katusha Boys. Einfahrt Poggio, jetzt wird's eng. 288 Kilometer haben die Rennfahrer jetzt hier schon hinter sich. Wie man sieht, hinter uns ist schon Sanremo. Allerdings müssen die Rennfahrer hier oben drüber nochmal 200 Höhenmeter. Ich glaube, das alles im Wattdurchschnitt von 500. Flachstück mitten im Poggio und eigentlich auch die einzige komplizierte Stelle berghoch. Hier kommen die Rennfahrer so schnell, dass immer wieder es passiert, dass irgendein Rennfahrer die Kurve nicht bekommt. Wir sind jetzt genau 1,5 Kilometer vor der Bergwertung am Poggio di Sanremo, an einer wirklich bekannten und berühmten Stelle. Hier ein Stück zurück haben Rennfahrer wie Fignon, Kelly, Jalabert, Bettini ihre siegreichen Attacken gesetzt und haben es geschafft, bis oben auf den letzten 1,5 Kilometern noch 10, 15 Sekunden an Vorsprung rauszufahren und mit exzellenten Abfahrtskünsten das dann auch bis zum Zielstrich verteidigt. Poggio di Sanremo. Ab jetzt geht es nur noch bergab, 100% Konzentration, weil die Abfahrt ist auch wieder technisch anspruchsvoll. The Poggio for sure that you have to be in the top 15 downhill, because somebody can crash or maybe the group is broken during the downhill. Und dann geht's dorthin zum Zielstrich nach Sanremo. Für Oscar alles Routine. Und vielleicht noch ein kleiner Tipp von mir, nicht zu früh jubeln.